Hallo alle zusammen, heute geht es um drei weitere Druidenformen. Eine kommt vom Worldboss, die anderen beiden kommen aus dem Raid. Nun können wir alle Druidenformen sammeln, die Blizzard reingepatcht hat. Zumindest in der Theorie. Für die neue Schwimmgestalt müsst ihr im neuen Raid angeln. Das funktioniert sogar im Schwierigkeitsgrad LFR. Wenn ihr angelt und Fische in der Tasche habt, verschwinden die nicht, wenn ihr aus dem Raid geht. Denn ich glaube, ihr kommt im ersten LFR-Wing nicht zum Lava-Pool, bin mir aber nicht sicher, hab's nicht getestet. Ich habe hier bei dem Lava-Pool angefangen, aber es sollte keine Rolle spielen, ob ihr erst zu dem normalen oder zu dem Lava-Pool geht. Der Lava-Pool befindet sich bei dem Boss Vol'Koros. Achtet darauf, dass ihr genug Platz in der Tasche habt, denn im Lava-Pool habe ich sehr viel Zeug geangelt und nicht nur Fische oder Crafting-Materialien. Es kann einen Moment dauern, bis ihr die 10 Fische, die ihr hier angeln müsst, geangelt habt. Hier angelt ihr den Fisch Awaking Sunfish. Ich habe keine deutsche Übersetzung, weil ihr seht selber, was WoW Head ausspuckt. Nachdem ihr die 10 Fische geangelt habt, könnt ihr dann zu dem anderen Pool laufen. Dieser befindet sich direkt am Eingang der Instanz. Das heißt, ihr müsst gar keinen Boss getötet haben dafür. Zu den ersten beiden Pools kommt man ohne Probleme, irgendwelche Mobs zu pullen. Ihr müsst halt nur ein bisschen aufpassen und wie ihr hier sehen könnt, ihr könnt nicht irgendwie abkürzen, indem ihr in den Pool springt. Ich habe das extra für euch demonstriert. Wenn ihr natürlich eine Clear ID habt irgendwie oder Bosse tot sind im Normal oder so, macht es halt ein bisschen einfacher. An dem zweiten Pool müsst ihr Slumbering Moonfish angeln. Hier auch wieder 10 Fische. Hier habe ich die Fische etwas schneller geangelt als im Lava Pool. Insgesamt habe ich gute 20 Minuten gebraucht. Nachdem ihr dann die beiden Fische geangelt habt, müsst ihr zu einem dritten Pool. Der befindet sich direkt in der Nähe von dem Wasserpool. Okay, es ist mehr ein Teich als ein Pool. Da schmeißt ihr dann nacheinander die 10 Fische, beide Fischarten, in den Pool. Ihr kriegt dann einen Buff, der hochsteckt und wenn ihr alle 10 Fische, also insgesamt 20 Fische, reingeworfen habt, bekommt ihr einen anderen Buff. Dann seht ihr einen kleinen Pool und aus diesem Pool müsst ihr etwas rausangeln. Nicht wundern, es kann einen Moment dauern, bis ihr den Buff bekommt. Wenn ihr das rausgeangelt habt, schmeißt ihr das wieder in den Pool zurück und dann bekommt ihr eure neue Druidenform. Viel Spaß beim Angeln! Diese Woche ist auch der World Boss aktiv und da bekommt ihr diese wunderschöne Druidengestalt. Runebear Yellow. Das ist ein Zufallsdrop und naja, ich habe zweimal die Woche versucht und leider nichts bekommen. Ihr solltet euch auf jeden Fall ein Raid nur ganz normal übers Tool suchen, weil den schafft ihr nicht solo. Und selbst wenn, es würde zu lange dauern mit 88 Millionen HP. Die tolle Feuereulengestalt droppt bei Führer mythisch. Und zwar, wenn ihr das Mount bekommt als Druide, schaltet ihr automatisch auch die Fluggestalt frei. Guck mal an. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.